Was macht ein Stürmer, wenn er nicht gerade alles gibt, um seiner Rolle als Goalgetter des LASK Linz gerecht zu werden? Wir haben René Gadler gefragt und ihn bei der Gelegenheit gleich zu Hause besucht. René, der LASK gilt mehr denn je als ganz heißer Aufstiegskandidat. Wie geht es denn eigentlich als Spieler, erst recht, wenn man so eine wichtige Rolle einnimmt wie du, mit diesem Druck, der wahrscheinlich da schon auch davon ausgeht? Ja, also wie ich vor 1,5 Jahren zu LASK gekommen bin, haben wir das gleiche Ziel gehabt, wie wir jetzt haben. Unser Ziel ist der Aufstieg. Der Verein will in die Bundesliga, muss eigentlich in die Bundesliga, weil die Voraussetzungen einfach hervorragend sind, auch ein super Fanlager besteht, das was immer mehr wird. Und deswegen verspüre ich jetzt nicht mehr oder nicht weniger Druck als wie vor 1,5 Jahren. Wir sind jetzt auf einem sehr guten Weg, haben uns stetig verbessert, machen Schritt für Schritt nach vorne. Und wie gesagt, das ist jetzt das Ergebnis. Die Mannschaft ist jetzt auch schon, sage ich mal, mit kleinen Ausnahmen seit 1,5 Jahren zusammen. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, ist, dass da auf Kontinuität gesetzt wird. Und ja, wie gesagt, jetzt ernten wir ein wenig die Lorbeeren für diese Kontinuität. Und ja, es läuft sehr gut, aber wir wissen auch, dass es noch ein langer Weg ist und wir weiter genauso viel Einsatz und Siegeswillen zeigen müssen, dass wir unser großes Ziel erreichen. Siehst du dich innerhalb der Mannschaft so ein bisschen als Leitfigur? Ja, natürlich. Also es gibt drei, vier Spieler, die, sage ich mal, weitaus mehr Erfahrung haben als wie der Rest der Mannschaft, als wie die weitaus jüngeren Spieler. Und das ist natürlich automatisch dann, dass man eine Leitfigur ist bzw. sein sollte. Und ja, ich glaube, das ergibt sich einfach aufgrund der Erfahrung. Wie schwierig ist es eigentlich, wenn man sich immer wieder neu in eine Mannschaft einfügen muss und sie dann ja auch irgendwie damit identifizieren muss? Wie gut gelingt einem das in einer relativ kurzen Zeit? Das ist ja notwendig. Ja, das ist notwendig, dass das rasch geschieht. Also ich habe nie Probleme gehabt, jetzt in einer Mannschaft mich zurechtzufinden. Das ist mir immer sehr gut gelungen. Ich hatte es auch nicht sehr schwer, weil in die Mannschaften, wo ich gekommen bin, auch meistens Leute schon gekannt habe. So ist es in Österreich überhaupt, kennen sich die Fußballer halt untereinander. Meistens hat man mit irgendwem schon mal irgendwo zusammengespielt. Ja, einzig in Deutschland hatte ich aber auch mit Stefan Kulowitz einen Kollegen, der was mit mir bei Rapid schon lange zusammengespielt hat. Und es sind dann immer solche Ansprechpersonen, die was man dann braucht, um das dann flott voranzutreiben. Weil, wie gesagt, es ist natürlich wichtig, dass man sich in einer Mannschaft bzw. in einem Verein sehr wohl fühlt, dass man dann auch die notwendigen Leistungen bringen kann. Nach deinem sportlichen Ziel muss man dich nicht unbedingt fragen. Ich nehme an, das wird der Aufstieg sein, oder? Ja, wie vorher erwähnt, das war das Ziel, wie ich hergekommen bin vor 1,5 Jahren. Das hat sich daran nichts verändert. Und ja, wir sind auf einem sehr guten Weg. Und es ist natürlich von uns allen das große Ziel, nächstes Jahr in der Bundesliga zu spielen. Attraktive Gegner wie Rapid, Austria, Salzburg bei uns willkommen zu heißen. Und ja, wir wissen aber, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben, dass der Weg stimmt, aber auch, dass wir nicht ein bisschen nachlassen dürfen. Gibt es persönliche Ziele, die der René Gadler in der nächsten Zeit verwirklichen möchte, womöglich an Familienzuwachs, nachdem du jetzt gesagt hast, du bist da gut angekommen in Linz, die Familie mit dir gemeinsam? Ja, also Familienzuwachs ist jetzt mal keiner geplant. Meine persönlichen Ziele, sportlich, wie gesagt, ich möchte der Mannschaft helfen. Viele sprechen mich immer an auf Torjägerkrone. Ja, ist schön und gut. Mir ist klar, dass meine Tore notwendig sein werden, um unser Ziel zu erreichen. Aber da steht für mich persönlich jetzt nicht im Vordergrund, dass ich diese Krone hole, weil in Wahrheit kann ich mir das dann vielleicht irgendwo in einer Vitrine stellen, aber es bringt mir nichts, wenn wir unser Ziel nicht erreichen. Deswegen hat das für mich keine Bedeutung. Und wie gesagt, persönlich möchte ich einfach meine Leistung bringen, die Jungs helfen am Platz, vorangehen, um einfach unser Ziel zu erreichen. Der Sohnemann ist jetzt wie alt? Der ist jetzt 6. Zeigt er schon Ambitionen Richtung Fußballer? Nein, die zeigt er gar nicht. Ihm interessieren viele andere Dinge viel mehr als wie Fußball. Das ist auch gut so. Wie gesagt, das sieht man, glaube ich, dann schon in den jungen Jahren, in welche Richtung es gehen wird. Aber ich glaube nicht, dass es in Richtung Fußball geht. Und das ist auch für mich persönlich
wie gesagt, kein Problem. Er soll das machen, was ihm Spaß macht. Unter anderem ist er eher auf Eishockey jetzt unterwegs. Eislaufen taugt ihm um einiges mehr als wie Fußball. Und ja, das akzeptiere ich und unterstütze ihn da. Wie gesagt, er soll glücklich sein und das machen, was ihm Spaß macht. Ziel ist klar, dass es sich ja tatsächlich erfüllt. Stoßen wir jetzt an, würde ich sagen. Prost, zum Wohl.